Unsere Thai-Abfangjäger haben eine Rebellenflotte im Orbit des Planeten Turkana entdeckt. Hervorragend. Bereiten Sie den Angriff vor. Bringen Sie unsere Sternzerstörer in Reichweite und starten Sie alle Thai-Jägerstaffeln. Jawohl, Sir. Sternzerstörern angegriffen. Beginnen Sie mit Ausweichmanövern. Starten Sie die X-Flügler. Hier ist Führer Hoch. Bleibt zusammen und achtet auf gegnerische Jäger. Ich kann ihn nicht abschütteln! Ich bin an ihm dran. Schuss, Rot 2. Ja, und damit Servus und herzlich willkommen zum neuesten Let's Play bei Last Night Nick. Sagen, wir legen uns jetzt hier gleich mal einen Piloten an. Sollte vielleicht sinnigerweise ein bisschen nach Wedge and Tillis benannt werden. Ich finde, das wäre ganz passend. Ja, zum Anfang könnt ihr sehen, wir haben halt hier noch gar nichts, logischerweise. Der Pilot ist wirklich ganz frisch. Flugkadett hat uns gar nichts. Und ich würde sagen, damit wir das ganz ordentlich machen, fangen wir auch dann direkt hier mit dem Training an. Hier im Tech-Raum könnten wir uns ein bisschen die Technik ansehen, historische Missionen und so. Wir fliegen alles. Ich fliege mit euch jetzt jede einzelne Mission. Aber wir beginnen tatsächlich jetzt mal mit dem Trainingsgelände. Wir machen das für jeden einzelnen Jäger. Das heißt, die erste Woche wird eher langweilig. Damit das jetzt aber nicht zu überzogen wird, werde ich die Videos hinterher zusammensäbeln. Das heißt, ich werde ein Video machen pro Jäger, pro Trainingsgelände. Also das heißt, wir machen jetzt hier nicht alle 8 Stufen, sodass ihr dann am Ende auch 8 Videos gucken müsst, sondern wir ziehen jetzt hier den X-Flügler in ein einziges Video zusammen. Das wird uns zwar ziemlich lang dauern. Die Musik hat ein bisschen gebraucht, ne? Es ist schon wirklich lange her, dass ich diese wirklich wundervollen, handgezeichneten Videosequenzen gesehen habe. So, auf geht's. Sollte man vielleicht
dran gewöhnen. Ich bin schon ewig nicht mehr geflogen. Naja, ich werde jetzt hier auch nicht jedes einzelne Video kommentieren. Wir werden im Ganzen, wenn ich richtig gerechnet habe, etwa 122 Videos vor uns haben. Das würde ich dann auch ganz gerne so beibehalten. Hoppala. Jetzt an. Genau. Tja. X-Wing war 1993 so ein bisschen ein Neuanfang für LucasArts, die also dann tatsächlich auch damit begonnen hatten, Star Wars-Spiele zu machen. Also ein bisschen mehr als nur die üblichen Arcade-Shooter wie Rebel Assault. Das ist tatsächlich noch älter. Das Let's Play ich vielleicht auch nochmal, wenn ich Lust habe. Mal sehen. Diese Ziele muss man hier im Augenblick gerade nicht zwingend zerstören. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das ist allerdings später dann durchaus nicht ganz sinnlos, weil die bringen dann nämlich einen Zeitbonus. Und hier fliegt man eigentlich immer gegen die Zeit. Die härteste Stufe ist die Stufe 4. Da hat man bloß 3 Minuten Zeit, um den ganzen Parcours zu schaffen. Bis dahin sollte man ihn aber halbwegs auswendig können. Genau, ich habe auch, ja, jetzt erstmal vor, nach den Trainingsflügen die historischen Missionen durchzuziehen. Wenn wir dann die historischen Missionen haben, dann fangen wir mit den Feldzügen an. Also dann starten wir in das eigentliche Abenteuer. X-Wing ist insofern ein bisschen was Besonderes, weil die Geschichte hier nicht anhand von dem Piloten erzählt wird, sondern die Geschichte wird anhand von den Missionsbeschreibungen erzählt. Also es gibt sehr wohl eine Geschichte, die entwickelt sich so auch im Laufe der Zeit. Im Prinzip spielt das Ding in den ersten 3 Feldzügen die Story bis zur Zerstörung des ersten Todessterns und dann noch die Brücke zwischen Episode 4 und Episode 5. Also die Zeit, die wird sozusagen hier auch dargestellt. Das ist also eine Phase mit, ja, schlimmer Lebensmittelknappheit und so. Das ist eigentlich eine ziemlich unterhaltsame Story. Naja. Aber ich würde sagen, wir genießen jetzt hier einfach erstmal den Trainingsflug. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht mehr großartig kommentieren. Ich finde, X-Wing spricht auch mehr oder weniger für sich selber. Es ist zugegeben was man, ja, vielleicht mögen muss. Ich gebe zu, die Grafikauflösung ist auch wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig für heutige Augen. Aber in Wirklichkeit, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, so schlecht ist es doch gar nicht. Ich erkenne doch eigentlich alles, was ich brauche, oder? Also, wozu sollte ich hier jetzt eine super tolle Grafikauflösung haben, wenn ich es trotzdem gut spielen kann? Ich finde, gerade hier lohnt sich's nicht wirklich. Aber gut, sei mal alles so dahingestellt, wie ich das persönlich empfinde. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, schauen wir einfach mal weiter. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Musik.